Mein Name ist Sven Niedecken, ich arbeite bei der Firma Sicherheit Nord und bin Niederlassungsleiter hier am Standort Berlin. Wir erwarten von unseren Auszubildenden, dass sie vor allem Soft Skills mitbringen, das heißt Ehrlichkeit, Pünktlichkeit, Disziplin in der Arbeitsausführung und wünschen uns auch die Serviceorientierung, das heißt die Freundlichkeit und den Umgang mit dem Kunden. Ich habe zuerst eine Elektronikerausbildung gemacht, habe dann zu einem späteren Zeitpunkt den Beruf hier von der Pike auf erlernt. Das heißt, ich habe hier als Fahrer im Mobildienst angefangen, bin dann später in die Notruf- und Serviceleitstelle gewechselt, habe mich dort weiterentwickelt in der Notruf- und Serviceleitstelle, nebenbei neben dem Beruf studiert. Und habe es dann geschafft, nach 20 Jahren hier Niederlassungsleiter zu werden. Aufstiegsmöglichkeiten für Azubis bestehen darin, dass sie sich innerhalb des Berufes weiterentwickeln können. Sie können in die Einsatzleitung wechseln zu einem späteren Zeitpunkt nach der Ausbildung. Sie können in Objekte wechseln, in denen sie auch bewaffneten Dienst ausüben. Und sie können als Objektleiter oder Standortleiter oder je nachdem in verschiedenen Positionen arbeiten. Ausbildung lernen unsere Auszubildenden den Umgang mit Menschen, den Umgang mit Technik. Vor allem die Technikavisierung ist sehr viel mehr geworden in den vergangenen Jahren. Das System hat sich sehr viel weiterentwickelt. Der Kunde erwartet sehr viel mehr von unserer Dienstleistung als noch vor 5-10 Jahren, wo es nur darum ging, Schranken zu öffnen und wieder zu schließen. Inzwischen sind die Sicherheitskräfte verantwortlich für die gesamten Objekte, für die Sicherheit der Personen in den Objekten. Personenkontrollen, in denen die Personen abgetastet werden. Es gibt also ganz viele verschiedene Facetten im Beruf. Und die Auszubildenden lernen in allen Bereichen. Das heißt, sie lernen das, was hier hinter uns passiert in der Notruf- und Serviceleitstelle. Sie lernen im Mobildienst und sie lernen im Bewachungsdienst vor Ort. Es ist in der Ausbildung so, dass die Auszubildenden auch Zusatzqualifikationen erwerben. Sie können Kampftechniken erlernen. Sie können Brandschutztechniken erlernen, Brandschutzhelferausbildung machen, Qualifikationen. Alle Mitarbeiter und alle Auszubildenden haben jährlich oder alle 2 Jahre die Ersthelferausbildung. Und so sind dann spezielle Ausbildungen, die der Auszubildende mit durchläuft. Der Beruf macht mir Spaß, weil er sehr abwechslungsreich ist, weil wir jeden Tag mit neuen Situationen konfrontiert sind, weil unsere Mitarbeiter auch jeden Tag neue Informationen dazulernen, neue Themen mitbringen.